Das sagen sie alle. Sie haben mich ausgelacht, den Kindern die Schuld gegeben. Aber ich wusste, dass sie Unrecht hatten. Meine Mutter ist hier aufgewachsen und hat nie ein schlechtes Wort über die Kinder verloren. Nachdem ich alles verloren hatte, kam ich hierher und half ihnen, eine Art Verein zur Heimatpflege zu gründen. Sie hielten ihre Rituale geheim und nahmen keinen Außenseiter auf. Lange Zeit fühlte ich mich betrogen, Mr. Crane. Ich half ihnen zu überleben und sie ließen mich vor der Tür stehen. Wie konnten sie... Ja, das ist halt nicht nett, ne? Sie haben sie nicht in die Gruppe aufgenommen? Nein. Sicher können Sie sich vorstellen, wie betrogen ich mir vorkam. Aber jetzt, da die Regierung ihre Bevölkerung nicht schützen konnte, sind die Kinder wieder aufgetaucht, stärker als je zuvor. Und nach all diesen Jahren haben Sie mich nicht vergessen, Mr. Crane. Ich bin wohlgenährt, gut gekleidet und in Sicherheit. Sie geben mir alles, was ich brauche. Gut gekleidet ist jetzt relativ, ich wünschte, aber okay. Ich könnte sagen, Ende gut, alles gut. Ich hoffe, wir alle leben lange genug, um das Ende dieses Wahnsinns zu erleben. Schauen wir mal. Nette Ansprache. So, was haben wir da? Wir wären jetzt, wenn ich schon mal... Ups, jetzt haben wir verdrückt. Falsche Taste. War ich blöd auf der Tastatur. Ich schau mal... Oh. Ich schau mal da rein. Dann holen wir uns einen Auftrag, wenn ich schon da bin. Kann nicht schaden. Geht's denn da rein? Das ist wahrscheinlich der Yassir oder wie er heißt. Jo, der Yassir. So, was ist hier Schönes? Jagdfieber! Gut, das nehmen wir auch mal an. Was hat's mit dieser Waffensammlung auf sich? Ah, darum wollte ich mich schon eine ganze Weile kümmern. Da war dieser Mann namens Adam, der in der Stadt lebte. Er war ein wenig exzentrisch, aber alle mochten ihn. Besonders, wenn er betrunken war. Er war berühmt für seine riesige Waffensammlung. Und er konnte mit seinen wertvollen Revolvern auch verdammt gut schießen. Aber dann, als er älter wurde, bildete er sich ein, jemand wolle sie ihm stehlen. Gerüchten zufolge war sein Haus komplett leer, als er starb. Weit und breit keine einzige Waffe. Okay, aber irgendwo muss das Zeug sein. Dazu? Ah, Adam war gewieft. Vor Jahren bekam er den Säbel meines Großvaters in die Finger. Egal, was ich sagte oder tat, er wollte ihn nicht zurückgeben. Falls er seine Waffen versteckt hat, hoffe ich, dass der Säbel darunter ist. Okay. Sonst noch was? Nö. Wird's dunkel oder was? Oh, scheiße, es wird wieder Nacht. Ja, in der Nacht rumfahren, das mag ich nicht so, aber das wird mir nichts anderes überbleiben. Wie sieht's mit meinem Inventar aus? Mies, mies, mies. Was ist eigentlich mit der Schrotze da? Hm, die kann man nicht upgraden. Das wäre nämlich nice. Ja gut, ich kann ja mal hinschauen zum Händler. Mal schauen, was er so hat. Jo, ich nehme einen Ritter. Rasierer, das hört sich ja sexy an. So, was haben wir denn da noch? Machete, das ist meins. Machete und Rasierer, das ist ja das gleiche. Wobei, das schaut eher aus nach einer Machete. Totenkopfmachete. Aller Sachen gibt's hier, ey. Egal, egal, egal. Aber wisst ihr was, Leute? Das finde ich geil. Die nehme ich. Das nehme ich. Und ja, das passt schon, sage ich mal. Stahlrohr, Pfeile, Medikit. Ja, bin ich. Das hast du. Ja, ja, alles klar, alles klar. Grüß dich. Rasierer. Bumerang modifiziert. Das verkaufe ich jetzt. Scheiß der Hund drauf. Alle Wertsachen verkaufen. Das machen wir auch mal. So. Die Flüssigkeit verkaufen wir. Die brauche ich nicht mehr. Super Molotow. Lol. Kyle Crane, der Mann, ja, bin ich. Mann, du laberst mich ganz schön voll, du. Hey, wie kann man so viel labern? So. Dann gehen wir ins Inventar. Erstens mal rüsten wir das aus. Und zweitens einmal schauen wir mal, was wir da machen können mit dem Giftbolzen. Geil. So, Aufprallbolzen. Ey, was es nicht alles gibt. Hä? Standard Höllenfeuer. Nee, Benjamin. Elektrizität. Das hört sich gut an. Schauen wir mal, was man noch so machen kann. Blitzerblätter. Oh, das sieht gut aus. Das mach mal. Das geht mit dem Rasierer.
Der kriegt jetzt Damage, Leute. Der kriegt jetzt Damage. So, dann werden wir den noch ordentlich tunen. Upgrades. Gucken wir mal. Zwei Fassungen hat er. So. Schau mal, was ich da alles machen kann. Ja. Gut, Zerstörer. Das gibt jetzt nicht so viel. Ein bisschen Haltbarkeit. Ein bisschen Haltbarkeit bringt schon. Söldner, Schlägertrupp. Das hört sich ja super an. Ich lege schon sehr viel Wert auf Haltbarkeit. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir hauen einen Raufbold rein. Das macht Damage wie Sau jetzt. So, da könnte man ein bisschen... Entweder Berserker ist gut wegen der Haltbarkeit. Ich möchte irgendwas mit Haltbarkeit nur haben. Ah, dann König, das ist es nicht wert. Paladin könnte man nehmen. Wir nehmen einen Paladin. Weil dann hält das Ding auch, ne? Es soll ja nicht gleich kaputt werden. So, Upgrade besteht. Ne, F ist Upgrade besteht. Ich habe F6 gelesen, ey. So, Leute, dann haben wir mal was, was 1803 und sonst was Schaden macht. Also sauber, sauber. Sehr sauber. Dann schauen wir in die Quests. Jagdfieder. Mal gucken hier. Was ist eigentlich mit dem Crash? Wir machen den Crash. Das wollte ich ja sowieso schon machen, aber sicher nicht in der Nacht. Warten wir schnell, dass Tag wird. Wo kann ich das denn schnell machen? Wo war denn das mit meiner Hütte, wo ich schlafen kann? Das war da, wo hier? Da. So. Gut. Jetzt ist Mitternacht, das bringt mir jetzt auch nicht viel mehr. So, es ist Tag. Wir gehen weiter. Ab zur Karre. Hops. Hops. So, hops. Da ist meine Karre. So, jetzt schaut euch dieses geile Baby hier an, hey. Ich würde es ja gerne vorführen, aber dann kommen wieder 50 an. Aber glaubt mir, wenn der zuschlägt, dann wächst nichts mehr. So, ich schaue jetzt ja kurz auf die Karte. Wir fahren zu diesem Flugzeugcrash. Das heißt, mehr oder weniger geradeaus und dann runter. So, und ab geht's! Was? Willst du mit mir reden? Naja, dann fahre ich halt mal hin, Leute. Kann ja nicht schaden, der ist am Hochsitz da oben. Wo ist der? Hier, links von mir. Irgendwo. So, hallo, mein Freund. Da oben bist du, ne? Grüß dich! So, warte ganz kurz, ich schau mal, was da neben dir so... Was da so rumlatscht. Im Stromkabel. Gut, nur was? Ne. Ein Vorschlag haben wir. Ja, das ist nicht so meins. Er macht zwar Damage, aber naja. Küchenkram, ja, das nehme ich. Schön, ein neues Gesicht zu sehen, statt immer nur du wolltest mit mir reden, ey, aber da merke ich nichts davon, Junge. Wollte der nicht mit mir reden? Das ist wieder Bullshit gewesen, ey. Wegen einem Handel wäre ich... Oh! Wegen einem wäre ich jetzt nicht extra raufgefahren, aber ist ja egal. Gut, wir könnten das Fahrzeug hier reparieren. Schauen wir mal, was nötig ist. Es geht noch. Es geht noch. Es hält auch ein bisschen was aus da, diese höheren Stufen. So, ich muss kurz schauen. Wir müssen da rechts rüber. Ich könnte zu dem Überlebenden da nur schnell fahren. Fahren wir da nur schnell vorbei. Ich möchte wissen, was der zu sagen hat. Das ist ein Überlebender. Weg da. Zombie. Hässlicher. Oder. Oh la la, jetzt sind wieder diese Lästwanzen da hinter mir. Ui. Oh, scheiße. Oh nein! Boah, gerade nur weggekommen. Das war jetzt scheiße. So. Da hinten ist diese Safe Zone, glaube ich.
Und da ist irgendein Überlebender. Und mit dem werden wir schnell diskutieren und dann schauen wir weiter. So, dann schauen wir gleich wegen Benzin da. Es geht in einem, im Vorbeigehen sozusagen. So, da ist der Überlebende. Oh ne, nicht der. Mann, geh weg von mir. Oh, ist ja hässlich. Jetzt kommt wieder die halbe Welt zu mir. Der ist da drin, der Überlebende, ne? Ja. Holle hoppa. So, da drin haben wir meine Ruhe. Die Markierung können wir löschen. Grüß dich, Fudali. Was für ein Name. Der Mann, über den alle reden. Ja, es läuft, ne? Sie helfen den Kindern und niemand scheint zu wissen. Ich bin eben Mutter Teresa. Aber es spielt auch keine Rolle. Solange dabei etwas Gutes herauskommt, stimmt's? Wahrscheinlich wissen sie es nicht, aber es gibt einen Grund, warum die Kinder bei den Behörden aneckten. Bevor die nicht autorisierten Religionen verboten wurden, gab es diese speziellen Feierlichkeiten. Sie haben mich immer fasziniert. Sie opferten Tiere, Crane. Selbst nach all diesen Jahren finden sie wahrscheinlich noch eingetrocknete Blutflecken auf den Altarsteinen. Aber es war kein Gemetzel. Nein, es war ein anmutiger Akt. Sie gingen behutsam vor. Es war wunderschön. Ich weiß, was ich sagen kann. Von Tieropfer halt jetzt dabei. Nicht so viel. Ich bin Jäger, Crane. Ich weiß, wie man Tiere respektvoll tötet. Und genau das haben sie getan. Ich habe ihnen immer das beste Wild gebracht, das ich finden konnte. Und als sie mich bezahlen wollten, bat ich sie nur darum, den Feierlichkeiten beiwohnen zu dürfen. Natürlich würde ich jetzt im Augenblick alles Geld der Welt geben, um noch einmal frisches Fleisch zu schmecken. Interessant, wie Prioritäten sich verändern, nicht wahr? Schon. Gut, mit dem haben wir gequatscht, sonst gibt's da eh nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren zu unserer Mission, zu dem Flugzeug da unten. Bevor es wieder Nacht wird, mal rauf da. Die Preise sind mehr als fair. Was? Was mit dem Rudo? So, ich brauche meinen Buggy wieder. Hopp. Wir müssen retour. Dann fahren wir rechts. So. Jetzt fahren wir der Hauptstraße entlang. Ich glaube, das ist ganz positiv. Ich schau mal voraus. Ja, direkt geradeaus, genau. Was blinkt denn da so blöd? Oh! Kein Benzin mehr. Ich glaube, das ist ein blöder Platz, um zu tanken. Aber okay. So, und jetzt haben wir getankt. Jetzt hauen wir ab. Tschüss! Oh nee, nicht der! Tschüss, ich bin weg. Diese Explodierzombies sind so ekelhaft. So, wir müssen links, nehme ich an, oder? Ja. Unter mir sind ein paar Opfer. Da ist sogar eine Safe Zone. Sehr interessant. So, wir kommen jetzt wieder runter von dem blöden Halbe. Scheiße. Ah, ich weiß schon wie. Wuhu! So, das hätten wir. Ist noch nicht mal so schlecht gelaufen. Der Weg stimmt auch. Hinter mir war eine Safe Zone. Die kann. Oh nein! Boah, der war knapp. Diese verfluchten Explodierzombies. Wenn ich sie nicht zusammenfahre, dann geht's ja, ne? Aber wenn du in den Depp noch reinfährst, dann ist natürlich wirklich scheiße. So, da wollten wir eh schon mal. Aber das sind ein bisschen Mods. Also Haufen. Haufen. Die lassen wir mal in Frieden hier. Die stinken nämlich. So, wir müssen da runter. So. Schauen wir mal. Und zwar geradeaus, aber das kann ich nicht. Da geht es nämlich dreckig runter. Ah, wieder so eine Explodierpissnelke. Die mag ich nicht. Was, da kann man nicht... Och, das ist doch nur eine Bank. Kann man eine Bank nicht umfahren? Lol. Also, das ist mies. Wenn wir das Fass da weg hätten. Ah, scheiße, da ist ein Zombie. Made, Elendige. Oh, nee. Du bist hässlich. So, da muss ich drumherum fahren, anders geht's nicht. Hallo, hässlicher.
So, wir sind wieder auf dem richtigen Pfad. Ja, Mann, diese Jumps sind doch edel, Leute. Absolut edel. So, was ist hier? Sehen Sie sich die Absturzstelle des Flugzeugs an. Das muss irgendwo hier sein. Da vorne raucht's. Da gehen wir hin. Da sind auch ein Haufen Freunde. Na, Freunde eigentlich. Gut, die werden wir dann nochmal niedermetzeln einfach. Sicher bin ich, du Kasperl. Ey, ich kann gerade nicht, ich bin am Zombie vernichten! Dass ich mir hier umschauen kann. Wo ist hier der Hochsitz? Maden. So, jetzt reicht's mal. Jetzt reicht's mal, Junge. Arschgeige. So, ihr Säcke, lass mich doch nicht verarschen. Oh, Kacke. Oh, Kacke, jetzt haben wir verdrückt. So, ich muss mal kurz hier ein bisschen... So. Oh nein! Ich habe mich verdrückt, aber... Ah, das ist jetzt nicht so gut. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier lauter Zombies sind. Das ist das Problem. Irgendwer spuckt nämlich auch. Da sind auch nur zwei. Ah, der da. Oh nein! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!